Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier auf unserer wunderschönen Alpenmap. Und wir stehen nicht ganz ohne Grund hier vor diesem Waldrad, denn wir werden mit dem gleich zu unserem Händler des Vertrauens fahren und uns Anbauteile kaufen, denn wir steigen jetzt in die Forstwirtschaft ein. Wir haben sämtliche Aufträge abgearbeitet. Wir schauen mal kurz rein, und zwar dumm. Hier unten sämtliche Aufträge soweit abgeschlossen, sind jetzt bei 176.000, und das heißt, wir können uns jetzt hier auf jeden Fall das Feld hier oben, dieses Forstgebiet kaufen. Dann werden wir uns diese Fläche hier noch kaufen und dann fangen wir mit was Besonderem an, denn ich habe mal ein bisschen in die Mods geguckt und da habe ich gefunden einen stationären Holzhäcksler von Zottelzockt, und den werden wir installieren, und damit denke ich, werden wir anfangen, jetzt erstmal hier Forstwirtschaft zu machen, denn naja, ich sage euch später noch mehr dazu, warum, wieso, weshalb und überhaupt. Wir steigen in unseren Valtra N174. Lassen den Motor an und werden uns jetzt mal vorbereiten. Und das heißt, wir holen uns, ja, so, erstmal hier rum und das Gewicht abgeworfen. Dann werden wir den Frontlader anladen und dann holen wir uns eine Poltergabel, denn wir werden dann Baumstämme, denn wir müssen ja ein bisschen aufs Geld achten. Wir werden ja nicht gleich ins ganz große Action gehen können. Wir werden auch keinen Vollernter leider kaufen können, sondern wir werden uns dann klassisch erstmal eine Motorsäge besorgen und eine Poltergabel. Und dann können wir nämlich, wie gesagt, hier mit den Häckseln arbeiten und die zu den entsprechenden Verkaufsstellen bringen. Und das wird uns schon ein bisschen Geld einbringen. So, das hier werfen wir erstmal ab. Dumm. Gut. Und damit können wir auf jeden Fall dann anfangen und jetzt immer ein bisschen so zwischendrin auf jeden Fall Holzwirtschaft machen. Und wenn wir da oben dann auch alles abgearbeitet haben, dann werden wir natürlich auch neue anpflanzen. Und wenn sich das so entwickelt, wie ich mir das denke, dann können wir da oben richtig cool Geld machen. Jo, und dann natürlich hier entsprechend den Hof noch erweitern, denn es sind ja Flächen dort oben. Da können wir dann noch weitere Produktionen stationieren oder jedenfalls hinstellen. Zum Beispiel auch eine kleine Biogasanlage vielleicht. Na, wir werden es sehen. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass da oben nicht ganz einfach anzufahren ist. Also da sind dann schon ganz schöne Steigungen auch. Also da sind wir dann wirklich fast am höchsten Punkt der Map. Aber dafür haben wir uns ja diese wunderschöne Map auch rausgesucht, weil wir hier eben ein bisschen Alpenflair haben, ein bisschen Bergflair mit den kleineren Feldern und wir eben auch mit den kleineren Maschinen arbeiten werden und eben auch ein bisschen Forstwirtschaft. Und das wird vermutlich dann auch nicht nur ein bisschen, sondern da werden wir schon richtig einsteigen. Aber auch hier gilt, aller Anfang ist schwer. Wir müssen erstmal ein bisschen Geld verdienen und uns auch erstmal das Grundstück, den Forst erwerben und dann noch eben das Anbaugrundstück sozusagen, um dann unsere Produktionen dort drauf zu packen. Sudele. Dann sind wir jetzt hier bei unserem Händler. Und was ich brauche, so, hier im Gebrauchtwagen, Gebrauchtmaschinen, da gibt es nichts. Das ist, nee, uninteressant. So, was wir brauchen, ist ein Anbaugerät für unseren Frontlader. So, da schauen wir mal. Und zwar ganz, ganz hinten, da haben wir dann was. Eine Poltergabel. Und zwar würde ich die hier gerne nehmen, weil die hat nämlich zwei Polter, oder wie man das auch immer nennt, so zwei Zangen jedenfalls. Weil die klassische, das ist, na, wo ist sie denn? Ist sie da überhaupt drin? Augenblick. Die hier von Stoll, die hat nämlich nur einen. Und da weiß ich jetzt nicht, da dreht sich dann immer der Stamm ein bisschen und ich glaube, hiermit wird es etwas besser. Also auf jeden Fall, die werden wir uns jetzt erstmal, ja, standardmäßig kaufen, weil die werden wir jetzt sehr häufig brauchen. Dingo, so. Und dann fahren wir mal hier zu dem Gelände und dann werden wir uns das alles kaufen und dann mal vorbereiten, denn wir müssen auf jeden Fall auch ein bisschen. Ach so, jetzt überlege ich gerade, wir bräuchten jetzt, doch, das können wir, Augenblick. Denn wir brauchen ja auch, lasst mich mal schauen, wo wir das am besten finden. Hier unter den Paketen bei Holz, das hier, um die Baumstümpfe zu entfernen und die Büsche zu entfernen.
Das Ding kostet gleich 55. Ist das jetzt besser oder schlechter? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wo finden wir denn das Ganze eigentlich? Ja, okay. Und Mulchfräse, Baumstümpfe. Wir müssen mal schauen, weil wir werden das brauchen, weil wir müssen da einige Büsche entfernen. Mulcher hier eventuell, oder? So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Okay, nee, damit können wir nur zerkleinern, doppelt zerkleinern. Der hier, der war das. Nee, welcher? Der hier? Her? Okay. Wo ist denn das? Unter Kettensägen. Die Kettensäge müssen wir sowieso auch kaufen. Da holen wir uns die McCulloch oder Husqvarna. Im Prinzip ist gerade Kopsby gesprungen. Da gibt es ja keine großen Unterschiede. Nehmen wir Husqvarna. Jo. Okay, die brauchen wir sowieso. Und jetzt muss ich nochmal schauen, wo haben wir jetzt diese... Ist das vielleicht unter Diverses? Nee. Wo sind denn jetzt diese Fräsen? Kettensägen, Forstmaschinen. Hier eventuell. Da haben wir sie doch. 22, 24, Mulchfräse. Büsche entfernen für ein und... Was haben wir denn hier? 2 Meter, 2 Meter 30 ist eigentlich alles egal. 150 PS würde auch reichen. Okay, das hier brauchen wir später, um die Bäume, glaube ich, anzupflanzen, oder? Genau, da können wir die Setzlinge... So, wir könnten natürlich die Bäume dann auch später hier mit der Seilwinde irgendwie rausziehen. Das wäre auch eine Option. Das werden wir sehen. Ja. Okay. Ja, das sind alles Gerätschaften, die brauchen wir. Für was ist denn eigentlich dieser hier? Ja, okay, das ist noch uninteressant. Mulchfräse, die Baumstümme. Ja, das ist aber auch für dieses Teil. Okay, das kostet aber 55, das brauchen wir eigentlich nicht. Auch hier Baumstümpfe entfernen für 41. 42, 22. Ja, hier kann man komplett die Bäume entfernen, das brauchen wir eigentlich nicht. So, dann holen wir uns einfach mal das hier. Und ich überlege jetzt gerade, sollen wir das gleich kaufen oder sollen wir das mieten? Ja, wir werden es eigentlich häufiger brauchen, weil wir müssen ja die Baumstümpfe entfernen anschließen, damit wir dann die neuen Setzlinge, neuen Bäume pflanzen können. Also wir werden es definitiv brauchen. Dann werden wir uns das Ganze gleich mal kaufen. Gut, und dann können wir das nämlich hiermit, denke ich, vorne gleich mitnehmen. Dann haben wir nämlich alles, was wir brauchen, dort oben erstmal am Anfang. Okay, bingo, das geht. So, und dann fahren wir mal hoch. Ups, kommen wir da rum? Ah, war klar, bleiben wir hängen. Och nö, komm. So, jetzt. Ja, macht die Schranke, macht weit auf, das Tor oder so ähnlich. Die Tür macht weit. Gut. Jetzt überlege ich gerade, fahren wir links oder rechts rum? Wir fahren mal links herum. Na, ist schon ein kleines Stück zu fahren, auf jeden Fall. Und da geht es jetzt ganz den Berg da hoch. Und da werden wir uns das dann alles schnappen. Und dann zeige ich euch mal, wie hier der Plan ist. Und vor allen Dingen dann auch die Produktion. Also die Idee, beziehungsweise das Thema ist ja immer, wenn man mit der Forstwirtschaft beginnt und hier die Bäume fällt, da muss man die dann auch irgendwo hinbringen und die Baumstämme. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen, sage ich mal, das Gefrett, wenn man dann die ganzen Bäume verlädt, wenn man jetzt kein Autoloader oder irgendwas hat und tatsächlich mit irgendeiner Poltergabel oder ähnlichem Gerätschaften. Natürlich gibt es auch große, neue oder moderne, der Volvo und ähnliches, aber die Dinger kosten halt alle erstmal ein Schweinegeld am Anfang und das hilft uns natürlich jetzt erstmal nichts. Und deswegen habe ich mir eben gedacht, machen wir das Häckseln, Baumstämme wirklich direkt zur Schreinerei oder ähnliches, das machen wir dann später mal. Aber jetzt wird erstmal da vor Ort gehäckselt, weil da können wir dann die Baumstämme direkt hinwerfen. Und das Häckselgut, und das zeige ich euch später mal, wie die sich da die Preise entwickeln. Also da kann man schon Asche mitmachen, ordentlich.
Und das Besondere an dem Mod ist halt eben auch, dass der aus den Baumstämmen doch ordentlich Häckselgut macht. Und wir können dann eben ganz normal mit dem Hänger dann das Zeug hier zur Biogasanlage zum Beispiel bringen. Und es gibt auch noch einen zweiten Verkaufspunkt. Somit haben wir also hier zwei Optionen. Hier geht es jetzt hoch. Da müssen wir jetzt dann über die Straße. Und das hat hier schon eine ganz schöne Steigung. Das hat hier schon eine ganz schöne Steigung. So. Und hier haben wir dann das Grundstück, das wir uns gleich erwerben werden. Das ist auch mittlerweile, glaube ich, umzäunt. Das war es am Anfang auch nicht. So, und hier müssen wir auch kräftig noch Hand anlegen. Denn, Sudele, erstmal ausschalten. Denn hier müssen wir auf jeden Fall ein paar Bäume entfernen. Das hilft nichts. Und das testen wir erstmal an. Und hier stehen unsere zukünftigen Gewinnbringer. Tolle Bäumchen. Werden die eigentlich angezeigt? Tatsächlich Kiefer 23,6. 25,5. Also da ist echt Material drin. Oh, eine Fichte mit 35,8. Ja, und das Forstgebiet, das wollen wir dann ein bisschen bearbeiten. Und da werden wir dann auch später entsprechend wieder Bäume anpflanzen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie lange das alles dauert und so. Da werden wir also kräftig Erfahrung sammeln. Aber jetzt kaufen wir erstmal hier dieses Gebiet. Schon wieder falsch. So, hier auf die Karte. Dann werden wir erstmal dieses Gebiet hier kaufen. Das kostet leider auch schon 36.000 dafür, dass wir da nur das Zeug draufstellen wollen. So, und dann will ich hier gleich mal antesten, ob das hier funktioniert mit der Fräse. Okay. Zack, zack, zack. Da fahren wir nochmal ein bisschen hoch. Und jetzt müssen wir mal schauen. Das ist die Fräse, ne? Mulchfräse anschalten. Jetzt müssen wir mal gucken. Die müssen wir ja auch irgendwie hoch und runter machen. Hä? Ach, das ist oben? Okay. Naja. So, jetzt schauen wir nochmal. Ist es das? Nee, da reagiert die auch nicht. So, das ist jetzt die Mulchfräse. Ja, ich überlege gerade. Ah, supi. Naja, so geht's ja auch. Okay. Dann können wir auf jeden Fall hier die Büsche erstmal wegpacken. Supi. Sehr gut. Den Rest machen wir sowieso, müssen wir wegmalen. Und da seht ihr auch schon, was wir für ein kleines Problem haben. Wir haben jetzt ganz schöne Hügel. Das habe ich nämlich vorher auch nicht gesehen. Das müssen wir mit Sicherheit alles einkletten. So, oh ja, hier geht's ganz schön hoch und runter. Aber dass der hier das so schön wegmacht, das ist sehr, 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 sehr gut. Weil die müssen auf jeden Fall weg. So. Da hinten haben wir auch noch was. Jo. Ja, was weg ist, steht nicht mehr im Weg herum. Sehr gut. Also hier haben wir auf jeden Fall jede Menge Fläche zum Arbeiten. Huch, was war das jetzt? Ja, toll. Der hat keine Kollision. Wie kriegen wir den jetzt weg? Oh, nee. Naja, okay. Ich glaube, der soll uns erstmal nicht stören. Vielleicht geht er ja weg. Ach, toll. Hier ist auch keine Kollision. Der macht aber weg. Gut. Vielleicht gehen ja diese Dinge weg, wenn wir dann hier auf dem Gelände malen. So, der ist jetzt auch weg. Dann schalten wir den jetzt erstmal wieder aus. Da ist ein Zaun. Okay, habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. So, dann fahren wir erstmal so rum. Und dann schauen wir mal, dass wir hier unsere neue Produktion platziert bekommen. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen malen. Und vor allen Dingen hier einebnen. Gut. So, zack. Okay, Landschaft, Formen und Bodenanpassung. Genau, das müssen wir jetzt auf dieselbe Höhe bringen. Das machen wir dann viereckig. Und das Ganze kostet uns Geld. So, dabei macht er aber auch schon das Gras ein bisschen weg. So. So,
Oh ja, das kostet uns richtig Geld. Da werden wir höchstwahrscheinlich noch ein bisschen uns Geld holen müssen auf der Bank, weil wir müssen ja noch das Forstgebiet kaufen und die Produktion, die um die 75.000 kostet. So, verschwindet das Teil jetzt? Nein. So, dann schauen wir nochmal. Ist denn das jetzt eben hier? So, wir gehen nochmal hierher. Ja, da macht er noch. Hilft nichts, wir müssen da durch. Denn wenn das Ding erstmal gesetzt ist, dann können wir es nicht mehr, oder dann wird es halt teuer, wenn wir es dann nochmal versetzen. Also hier war ja ein Mordshügel, wenn ich richtig weiß. Ist der jetzt weg? So. Gut, dann schauen wir mal, was die Produktion macht. Ich hoffe, dass das jetzt hier passt. Ah ne, da geht immer noch runter. Augenblick. So, ich hoffe, dass das jetzt passt. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, was mit den Teilen ist. Verschwinden? Ne, da sind wir durchgefahren. Ne? Das waren alles welche ohne Kollision. Da müssen wir jetzt mal schauen. Okay, so, Produktion, Fabriken. Und da schauen wir jetzt, das müsste relativ weit hinten sein. Von Zottel zockt. So, da ist es, das Teil. Produziert aus Holzstämmen Hackschnitzel. Und das Ganze soll uns kosten 25. Das ist eigentlich erschwinglich. Und das Schöne ist eben, dass der wirklich ordentlich arbeitet. Also der macht richtig Material. So, das Ganze drehen wir, weil von hier vorne wird es eingeworfen. Und jetzt schauen wir mal. Augenblick, überlappend mit einem anderen Objekt. Ist das jetzt okay? So, freier Modus, Objekt und Rasterplatzierung. Gut, weil dann packen wir das nämlich hier schön mitten rein. Jetzt ist die Frage, ob er dann hier diese Büsche wegpackt, aber ich will es gar nicht ausprobieren. So, wir wollen hier, ich überlege jetzt gerade, es würde eigentlich irgendwie Sinn machen, würden wir das hier gleich am Rand hinpacken. Da hinten haben wir aber noch jede Menge Platz. Auf der anderen Seite 25.000. Sollte das mal irgendwann im Weg stehen, dann können wir es mit Sicherheit nochmal umplatzieren. Aber wir werden jetzt erstmal lange, lange Zeit hier auf jeden Fall im Bereich Hackschnitzel arbeiten. So. Okay, dann schmeißen wir das mal dahin. Gut. Und dann schauen wir uns das mal an. Sehr gut, das müsste doch jetzt hier passen. Hier ist schön eben. Das heißt, dann können wir doch ohne Probleme hier die Bäumchen hinknallen. Und das ist unsere Produktion. Und jetzt zeige ich euch mal, weil das Tolle ist, das Teilchen macht aus 1000 Liter Holz 30.000, also aus 1000 Liter stimmt schon, hier in dem Fall 10.000, 30.000 Liter Hackschnitzel. Und wenn wir uns das mal anschauen, was wir für Hackschnitzel bekommen können. So, hier haben wir es. Das ist im Moment, in Anführungszeichen, gerade mal 323. Aber im Winter, im Januar, Februar, da machen wir fast 1000. Das heißt also, aus 10.000 Litern Holz können wir fast 30.000 Euro machen. Und ich zeige euch gleich mal, wie viel eigentlich 10.000 Liter Holz sind. Also das ist etwas weniger als ein Baumstamm, beziehungsweise ja, ein Baumstamm kann hier locker hier 6.000, 7.000 bringen. Und deswegen werden wir auch erstmal gleich hier mal einen fällen. Zum Antesten sozusagen. So. Sehr schön. Also. Ach klar, wir müssen erstmal das Land kaufen. Sorry, das haben wir noch gar nicht gemacht. Okay, zack, 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 zack. Und jetzt müssen wir halt da durch und dieses Land hier noch kaufen. Haben wir noch genug Geld? 59.880. Okay, das können wir. Also, dann kaufen wir das. Na, stopp. So, jetzt gekauft. Gut, dann müssen wir mal schauen, wie wir das hier am geschicktesten machen, dass der Baum hier ein bisschen nach vorne fällt. So, oder? Jo, dann gehen wir noch ein bisschen runter. So, in welche Richtung fällt er? Ich hoffe doch nach links. Ja, fällt jetzt gar nicht. Oder wie, oder wer, oder was? Nee, fällt jetzt gar nicht. Hören wir den nächsten.
Den werden wir dann mit dem Traktor ein bisschen umwerfen. Also ich hoffe, dass der jetzt fällt. Ja, der bewegt sich. Auch nicht. Ja, man hört ihn zwar, dass er sich bewegt, aber das war es nicht. Okay. Dann machen wir hier nochmal. Ja, müssen wir das flacher machen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Der fällt jetzt. Wo fällt er uns hin? Sehr schön. Okay. Dann das Ganze entasten. So, da muss man irgendwie an der Seite ein bisschen vorbei. Zack, zack, zack. Ja, ist zwar auch ein bisschen Handarbeit. Das geht natürlich alles mit dem Vollernte einfacher. Na, man muss es auch treffen. Aber das Ganze wird sich ja dann auch ein bisschen, ups, das Ganze wird sich auch natürlich ein kleines bisschen lichten. Ja, der ist hier ganz knapp darüber geflogen. So, nochmal hoch. Aber das wird sich dann natürlich auch alles lichten. Sobald wir hier natürlich dann auch ein bisschen gearbeitet haben. So, ja, lass uns mal hier den Stamm reinwerfen, damit ihr das mal seht. Okay, wie viel machen wir da? Da machen wir hier. Sehr schön. Ja, wir können da großzügig sein und ich glaube, da spielt dann auch die Länge von den Stämmen keine allzu große Rolle. Wir müssen aber jetzt hier auf jeden Fall erstmal hier die Fräse wegwerfen, sozusagen abladen. Ups, das war falsch. On the fly. Jetzt, okay. Dann schnappen wir uns jetzt mal hier so einen Baumstamm. Na, Licht wollte ich anmachen. Oh. Augenblick. Okay, wegen näher ran. Ja, da müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen reinfriemeln. Weil das hier müssen wir aufmachen. So war's. Okay. Ja, da müssen wir das anders machen. Müssen wir wohl von oben kommen. Sehr schön. Ja, natürlich wird das alles mit Arbeit verbunden sein, aber das gehört dazu. Hier werden wir dann noch ein bisschen schön machen, damit hier das auch von der Fläche her gut passt. Aber das Gute ist halt, wir brauchen eigentlich nur... Na, aufmachen. Das Ganze hier hinwerfen. Supi. Dann wird gefräst. Der Stamm ist weg. Da gehen wir rein. Dann haben wir nämlich jetzt mit dem Stückchen Stamm hier 1443 Liter. Lasst uns mal den ganzen Baum hier reinwerfen. Dann schauen wir mal, wie viel das dann am Ende ergibt. Dann haben wir so ungefähr eine Hausnummer, mit was wir hier rechnen können pro Stamm. Und ich glaube, das war jetzt einer noch von den kleineren, also ich sag mal annehmbaren. Also da haben wir ja 30 Meter Teile. Na, hat er den? Den hat er. Okay. Wenn wir natürlich einen Vollernter hätten, dann könnten wir die Bäume natürlich, die Baumstämme hier direkt runterziehen bis zu dem Teil und könnten die dann hier entsprechend zerlegen. Man könnte natürlich auch mal ausprobieren, ob der die auch nimmt, wenn die nicht entastet sind. So. Können wir uns eigentlich den nächsten Stamm holen? Geht das so? Probieren wir einfach mal. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen das Problem, dass man gar nicht genau sieht, was Sache ist. Aber wir haben ihn. Gut, kommen wir jetzt hier rum. Das geht. Und dann schauen wir mal, wenn wir den da reinschmeißen mit der Krone,
ob er den auch frisst. Das wäre natürlich herzallerliebst. Das würde uns natürlich die Arbeit sehr erleichtern. So, komm raus. Aha. Dann nicht, oder wie, oder wer? Was ist denn los? Schmeiß das Ding raus. Okay. Sehr gut, ist weg. Dann schauen wir mal ganz kurz, was wir jetzt dafür kriegen. Also, das sind jetzt 5000 Liter und das wären dann umgerechnet 15.000 Liter Hackschnitzel. Und wenn wir da wirklich 1 Euro oder beziehungsweise 1000 für die 1000 Liter kriegen, dann wären das 15.000 Euro für diesen einen Baum. So, wir schmeißen das Ganze mal an. Jetzt sollte er das Ganze hier abarbeiten, ihr seht es. Sehr schön, Hackschnitzel. Jo, wunderbar. Gut, das machen wir jetzt erstmal inaktiv und da machen wir jetzt erstmal noch ein kleines Thumbnail hier. Zack. Und das soll es auch schon für die Folge hier gewesen sein, für den heutigen Tag. Wir steigen jetzt hier in der Alpenmap also tatsächlich ein in den Bereich, ja, Forstwirtschaft. Wir haben einen schönen großen Wald, den werden wir jetzt hier langsam anfangen abzuholzen. Und dann werden wir Hackschnitzel machen und das Ganze werden wir dann eben im Winter verkaufen. Und dann sollte da richtig was bei rumkommen. Also wenn wir hier 100, 150.000 Liter Hackschnitzel machen, ja, dann kommt da richtig bei Asche rum. Okay, Freunde, das soll es gewesen sein für die heutige Folge mit der Alpenmap und dem Landwirtschaftssimulator 22. Wir spielen Neu-Mini-Brunn hier und ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich fürs Zusehen und für eure Zeit und sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.